Hallo Old Kids Fans, hier ist wieder Jo und JD. Ja, und zwar, warum wir jetzt nochmal Super Mario Brothers haben, ist ganz einfach, ich glaube, JD konnte es nicht ertragen, was ich zusammengespielt habe und will mich herausfordern. Nee. Nee? Das war. Ja, ja die Ergebnisse sprechen für sich, also genau. Ja. Deswegen wird es heute ein Super Mario Versus geben werden. Ein Zwei-Player, ja? Ja. Gut. Und dann starten wir mal. Ja, gehen wir es mal an. So, starten. Schauen wir mal, wie schlecht wir sind. So, gehen wir schon mal den Mario und bin schon mal voll super gut. Ich bin super voll toll drauf springen und da drauf springen. Ja, das war schon mal gut. Nein, das war super Absicht. Toll. Ja, das war genau Absicht. Ja, das war Absicht. Maxi Kumbas? Kumbas sind das, gell? Ja. Da muss ich ja regelrecht besser werden. Ja, jetzt schauen wir mal, wie du das mit der Fahne hier schaffst. Okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich schaff das so. Ah ja. Ich muss auch sagen, ich war jetzt nicht ganz fair. Ich habe abgekürzt. Ja, du bist ja auch durch das Rohr durch. Ja. Dann weißt du, ich habe mir gedacht. Ah ja. Glücksfaktor, Glücksfaktor, das geil erwischt ist. Nein, das war berechnete Absicht. Okay, den Stein kenne ich jetzt auch noch. Jetzt bin ich gespannt, ob du mich überrascht. Das soll dich überraschen. Ja, bin jetzt da. Ups. Ja, du hast mich jetzt sehr überrascht. Ich hab dich positiv. Ja, jetzt hast du mich sehr überrascht. Gut. Okay. Ah, verdammt. Ja. Ich komme davon, wenn man gut ausschauen möchte. Dazu ja. Sagen. Nein, jetzt mach du mal. Ja. Ah, Moment, das läuft alles über einen Controller. Ja, dann lauf mal über einen. Nein, das läuft nicht über einen Controller. Pardon, der ist ein kleiner Patzer. Was ist jetzt los? Ich weiß nicht. Die Technik spielt ja gerade unseren Streich. Jetzt geht's. Stecker war nicht da nicht drin. Es ist alles nur Verzögerungstaktik. So, ihr wisst ja schon, wie ich es vorher gespielt habe. Im ersten Video. Solo. Ich werde so vergeben, ich schwör's. Wünschen wollen vergeben. Ja, aber ich lasse die Gumbas da aus und mach selber auch die Abkürzung hier. Aber ich bin noch groß. Das heißt noch nichts. Ja, noch nicht. Mhm. Mal sehen. Nein! Sag ich doch. Ah! Ja, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut. So viel ist schon zum gut. Thema, ich bin noch groß. Ja, ich bin noch groß. Gut, den Sprung habe ich diesmal nicht verhunzt. Dann schauen wir mal, wie weit ich da unten komme. Ja, schauen wir mal. Man will es ja unbedingt wissen hier. Ja. Okay. Elegant mit einem Doppelhupfer. Aber ich hole mir diese Punkte da noch. Ich hasse ihn. Ich mag ihn. Voll nicht. Ah, das ist ein Gumba, das Ding hat keine Beine. Das kann dich nicht hauen oder irgendwas. Ja, kann mich nur kicken. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das da geht. So geht das, Junge. So funktioniert das. Ich war mit den Dingen da auch noch. Ich will nicht so. Mit meinem Punkt aussteigen. Aber pass auf, pass auf. Wupp, weg. Nein! Wupp. Ich hab's glaube ich hier schon vor uns, die Ecke, oder? Ja, wie man da über das Level drüber kommt. Nein, das kann es jetzt aber echt nicht sein. Nein, ich werde jetzt nicht zurückspringen.
Genau, dann das Missgeschick passiert. Ich werde einfach über diese Pflanzen drüber und fertig. So, aber da kann man nicht runter. Nein, nein, nein. Nein, aber da. Well. Tja, wie er mich veräppelt hat. Hast du das gesehen? Ja. Oh oh, ich hasse es jetzt schon. Geh weg. Ah, ich bin durch. Ja, so. Ja, aber dafür verunsichert das wieder. Ach, perfekt. 400 Punkte eben. Egal. Aber eine Welt schon weiter als Jedi. Stimmt. Oh nein. Ja. So. So. Du bist einer, der auch nochmal sicher geht, ne? Ja, ich bin ein sicherer Spieler, wenn es dann geht. So, jetzt wäre ich sicherlich mit der Blue. Ich hab sie gekriegt! Nein! Nein! Oh. So. Okay, gut. Da. Lass nochmal ein. Eigentlich die anderen Coins stimmen, das verstehe ich nicht bis jetzt. Okay. Welche anderen Coins? Ich muss doch nicht stehen. Ich merke, dass du beim Sprung in die andere Richtung schaust. Ist das Absicht? Nein. Das hat damit nichts zu tun. Okay. Naja, ja. Macht das in gewisser Art ein bisschen spannend hier. Okay. Und aber jetzt? Okay, aber ich habe von der Powerblume habe ich nichts mehr gewusst. Gib's ehrlich zu. Dass du oben drüber kommst. Ach nee. Nein, da war das. Nein. Noch ein Grund, warum ich nicht absichtlich, aber gestorben bin. Das kann's nicht sein. Er überspringt das Ganze. Er überspringt es einfach. Ja. Ja, das war jetzt ziemlich zerbrillend. Nein. Ja, die Wolke ist ziemlich nervig, hä? Ja. Bringt nur schlecht Wetter. So, ja, schlecht Wetter, Wolke. Yes. Nee, macht er nicht. Er macht das aber. Ja, jetzt geht er schon. Das gibt es nicht. Er überspringt da die Level einfach. Mann, jetzt darf ich mich da durchbeißen. Ja. Oh. Okay, gut. Ich muss aber sagen, ich habe es fast nie eigentlich selbst als Kind. Da ich mir keinen. Ne, es hat nicht wirklich weit hoch geschafft. Okay. Jetzt verstehe ich auch warum. Das nennt man Vorführeffekt. Ich führe vor, wie man es nicht macht. Ah ja. Darum, wie weit man kommt hier. Ja.
Ich hab's wie. Ja. Immerhin hast du 400 Punkte bitte. So, jetzt bin ich nicht auf den Stand wie du gerade. Nein. Weil ich jetzt den Bowser. Ach Gott, ich hasse das. Ich will da einfach nur schnell durch. Ich werde jetzt versuchen, da schnell nur. Nein. Warum jedes Mal bei dieser Passage? Aber bei meinem Patzer da lachen. Hm? Ja, du bist ja da elegant auch rutscht. Ja, boy. So viel zum elegant abrutschen. Aber du darfst trotzdem nochmal. Oh Gott. Nein. Ach Gott. Ja. Elegant abrutschen und die zwei. Ich bitte um nette Kommentare, ja. Nette Kommentare, danke. Ach, vielleicht komme ich ja zum Bowser durch. Ist die Frage, wie man jetzt da elegant drüber kommt? Nein, ich muss an die Decke knallen. Nein. Sag mal so, du bist elegant an die Decke geknallt. Oh. Das kann's nicht sein. Und er ist auch top mit dem Punkt noch voraus, mit den diesen 59.500 Punkten, die er mir hier jetzt gesetzt hat. Ich werde die nicht resetten, nee, keine Sorge. Ach Gott, das kann's nicht sein. Ich meine, ja, Jump and Run, nein, das ist, nee. Also auch nee, nein, ist nicht meins. JD, Ich zieh meinen Hut, alles von dir. Ja, jetzt warst du weiter voraus. Okay. Also wir haben jetzt auch Spaß, dass wir euch einmal ein Spezial gemacht. Super Mario Brothers versus. Ja. Ja. Und es ist wie erwartend wieder ausgefallen, wieder auf meiner Seite, dass ich natürlich bis zu der Bowser-Stelle natürlich versage. Ja gut, okay. Liebe Kids-Fans, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie uns. JD. wir hoffen, euch hat das Video wieder gefallen. Da lasst uns einen Kommentar. Einen Daumen nach oben. Oder ein Abo, wenn ihr noch mehr solche lustigen Versus-Videos sehen wollt. Ich meine, es wird in naher Zukunft sicher öfters noch jetzt geben, ja, dass wir ein paar Versus-Videos machen, wo irgendeiner von uns die Achillesferse bei dem Game hat. Na gut, in dem Sinne, wir verabschieden uns wieder. Genau. Euer Joe. Und euer GD. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao.